Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Play Folge hier mit meinen Girls im Apartment. Die Red schreibt hier, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Archie Andrews angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, Mami, das stimmt, sagt die Lila. Den haben wir letztes Mal in der letzten Folge kennengelernt. Sehr, 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 sehr nice. Hier, die Rosie, die ist zum Vampir aufgestiegen und, Level 15 der Vampirsagerfähigkeit. Und wir haben natürlich schön viel gelernt hier, ne? Die Logikfähigkeit für unseren Bücherwurm. Vampirverschnitt. Oh nee, du bist angespannt, warum? Die ganze Nacht gearbeitet. Oh. Ja, dann kannst du mal hier fleißig arbeiten. Ja. Wir müssen noch ein bisschen Logik lernen dann bei dir. Wenn du nach Hause kommst, dann kannst du deine Aktion mal wieder überdenken und dann hier weiterspielen. Wir sind ja zum Glück geschützt auf dem Balkon, weil das ein Raum ist. Und dann müssen wir mit dir hier auch nochmal die Saplasma-Fruchtsamen hier. Nee, einpflanzen müssen wir das. Können wir jetzt nicht? Nö, Rose ist nicht da. Oh, du hast hier. Oi. Hobby, Floddy Karoddy. Und du? Du bist ja schon fertig hier mit Schlafen. Come on, aufgestanden. Du hast Hunger, die Katze schläft auf dem Tisch hier. So, wir müssen hier jetzt mal unsere Nachbarn einladen, oder? Was brutzelt denn hier? Oh, nö. Das Ding hier, wir haben keinen Strom mehr, oder was? Können wir trotzdem was kochen? Mittagessen. Mach dir mal einen Gartensalat. Müssen wir mal beim Vermieter uns beschweren. Hallo? Das Ding ist kaputt. Wir haben keinen Strom, glaube ich, oder? Doch, wir haben noch Strom. Sehr gut. Wieso ist das dann so putzelig hier? Na toll. Boah, hau dir hier den Kühlschrank zu, wie sauer. Was ist denn mit dir los? Feuriger Funkenschlag wegen funkensprühendem Sicherungskasten. Dinge, die Funken sprühen, erscheinen gefährlich und sorgen bei Sims für Anspannung. Und? Was ist das? Kakerlaken entdeckt. Wo? Wo hast du Kakerlaken? Oh nee, wir haben Kakerlaken hier. Archie, wo sind die denn jetzt hin? Vernichten. Bam, oh nee. Bäh. Können wir da nicht den Vermieter auch anrufen und sagen, ey. Hallo, gibt's ja mal gar nicht hier. Mann, was ist das denn? Vermieter beschweren. Kommt er jetzt vielleicht oder was ist los? Das ist noch unser Zockerboy, der Harry Hacker von den Nachbarn, den wir die Bude abgefackelt haben. Ja, der sucht wahrscheinlich nach einem anderen Ding hier. Hm? Ah, da kommt schon einer. Hier ist sehr gut, Luigi. Lucia. Nee, Jasmine Chassin heißt die. Das ist unsere Vermieterin. Hallo. Probleme beschweren hier, ja. Ärger Luft machen. Und sagen hier mal auch freundlich. Nee. So, ja, hallo, guck mal, hier ist alles am Arsch hier bei uns in der Wohnung. Was soll das denn? Hören Sie mal hier, ja, gucken Sie mal, voll das Drecksloch hier, Mann. Alles ist kaputt. Machen Sie das mal wieder ganz hier, bitte. Kann ja mal nicht sein. Setze ich ja auch noch auf die Couch. Hier, Stromkasten, hier geht Licht, geht an und aus und hier Drecksviecher hier latschen hier rum. Ist nichts für eine Lady. Ist mal ein Cupcake und halt mal die Fresse hier. Hast du jetzt was gegessen? Du hast gar nichts gegessen, ne? Ne, mach mal deinen Gartensalat fortsetzen. Was ist jetzt los? Ja, komm. Du hilfst uns jetzt hier, du machst das jetzt wieder ganz bitte, danke. Ich stelle auch die Schlüssel hier irgendwie mal weg, dass du da reinkommst. So. Ja. Machst du das jetzt? Ja. Hallo? Was ist deine Bude hier? Wir mieten die nur. Muss ja alles funktionieren, oder? Mann. Stress mit der Vermieterin. Hoffentlich verbrutzelt die uns nicht. Dann haben wir gar nichts mehr. Kein Vermieter mehr. Gut, dann müssen wir keine Miete mehr zahlen. Ja, komm, wir essen jetzt mal einen Salat. Genau, ein bisschen Ohren putzen. Ja. Das ist gut. Oh, Mensch. Voll doof. So, ist jetzt fertig? Was ist mit den Kakerlaken jetzt los? Hallo? Die hast du jetzt vergessen, oder was? Oh, nö. Was machst du jetzt? Abwarten, was geschieht. Nee, du wirst es aber nicht von Aliens entführt, oder? Flucht die hier. Rose hat 152 Simoleons mit nach Hause gebracht. Boah, ich habe mich noch nie so gefreut über so ein bisschen Geld. Du musst jetzt aber erstmal hier was trinken hier.
Da bitte mal eins mal essen. Ah, die spielt hier noch Schach, die Nudel. Auch noch, wir wollen noch ein Schach spielen. Na los, unser Sachtes, hallo. Geh mal weg hier. Verdammt. Was ist das? Oh nee. Ja, du siehst jetzt auch die Kakerlaken, oder wie? Mau, mau. Guck mal, sind Kakerlaken hier. Oh nee. Lass mal hier ein Röhrchen rein, ne? Ja. Schlürf dich erstmal hier satt. Ach, sehr gut. Liebe, Liebe. Oh, Lieblingsstelle kratzen. Da müssen wir jetzt aber echt das Zeug hier einpflanzen, sonst wird das nichts mehr. Wird das nichts mehr mit den Bäumchen. Oder liegt noch was auf dem Grill? Pflanzen, pflanzen. So, ja, kleine Maus, wir haben dich ein bisschen vernachlässigt. I'm so sorry. Kannst du mit dem Kaugummi-Tier spielen? Oh, Scrap. Alles ist gut. Kommst du in deinen Futternapf hier ran? Musst du doch eigentlich gehen, oder? Ja. Was machst du jetzt hier? Hallo? Kakerlaken mal gucken, bitte, danke. Lila, was machst du? Ach, Schach spielen? Das ist ja noch ein Pupshaufen. Bara, ihr Rubber. Wo ist jetzt der Fernseher schon wieder hin? Hallo? Jetzt reicht's aber langsam. Was ist denn das? Was ist denn da los? Das kann ja irgendwie nicht stimmen hier. Wo ist denn unser Fernseher jetzt schon wieder hin? Das Apartment ist voll verflucht. Das kann ja irgendwie nicht stimmen jetzt. Wo ist denn jetzt unser Fernseher wieder hin? Der ist schon wieder weg. Das Ding ist voll am Arsch irgendwie. Mir fällt es gerade auf. Wo ist denn der Fernseher hin? Hallo, den haben wir von unserem letzten hier gekauft. Ah, dein Bruder ruft an, Lila. Der Blue. Ja, komm, wir gehen ran. Oh, Abedola. Erstmal ein Buch lesen, ne? Das ist gut für dich. Hast du das Zeug jetzt eingepflanzt? Du musst es ja noch gießen dann auch. Bewässern. Und dann hier bitte mal überdenken und dann spielen, weil die Lila hört jetzt damit auf. Du gehst hier mal bitte Seifenblasen machen. Nee, du räumst hier mal da bitte hier auf ein bisschen, ne? Und eure Bude hier auch ein bisschen säubern. Kann man das hier auch irgendwie säubern? Nee, ist alles noch gut. Ja, aller Anfang ist schwer hier. Ich wollte ja ein bisschen Apartment-Gameplay auch hier drin haben. Blue hat pikanten Draht über Nico verbreitet. Boah. Nico, der kleine Fratzi. Ja, ja. Das glaube ich gleich. Du musst auch mal duschen gehen jetzt. Was müssen wir denn für die Arbeit machen? Kolumne schreiben abgeschlossen. 18 Stunden bis zur Arbeit. Okay. Dann gehst du mal baden. Baden. Dann können wir mal den Archie einladen. Oder? Lila, geh erstmal baden. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Archie Andrews eingefreundet hast. Das ist ziemlich cool. Du kennst ihn auch. Unsere Stalkerin, die Masami Ikeda. Genau. Bringst du mal das Krams raus. Rosie ist hier wieder. Hier ist sehr konzentriert. Sehr gut. Da müssen wir Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Und hier ist für Logik ist auch gut. Sehr gut. Ja, Rosie. Big Business. Ist voll praktisch. Als Vampir müssen wir ja gar nicht irgendwie... schlafen, ne? Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben 4 Punkte wieder. Kein anderes Sims im Schlaf. Lebensgeist manipulieren. Vampirischer Schlummer. Mesmerisieren. Aber ich würde hier nochmal die Kreatur der Nacht werden am Abend stärker. Am Montag Kräfte besser einsetzen, schneller Fähigkeiten erlernen, ne? Ganz wichtig. Nicht so schnell müde und ist glücklicher. Wieso schnell müde? Wieso werden wir überhaupt nicht müde? Preise den Mond und genieße die Vorteile. Ja, sehr gut. Hahaha, ja. Sind wieder Durst hier. Oh, wow, wow. Ja, wir müssen, dann beißen wir den Vermieter, wenn der nichts macht. Wo ist denn die denn da? Vampirisch. Vampir trinken. Ausgiebigen Drang nötigen. Oh, und da ist der Archie Andrews. Warte. Über Nachbarn tratschen. Komm, tratsch mal. Komm raus, ist der Wannemaus. Komm. Komm raus, hier, der Archie ist da. Lade ihn mal ein. Der Archie Andrews. Wir müssen den mal kennenlernen hier, oder? Yay. Hey. Voll cool hier. Wieso leuchtet das hier so? Oh, was hast du jetzt für ein Outfit an? Witz über Ingenieure machen. Und über Fitnesstechniken reden. Ich glaube, das ist doch so ein Fitnessfreak, oder? Was machst du? Was ist das? Du ziehst wieder die Kakerlaken hier an. Was ist das hier immer noch da hier? Ja. Und du?
So nach dem Schach spielen, sollst du hier deine Vermieterin ausschlürfen. Yay. Gut, dann haben wir Level 3 erreicht. Hat jetzt die Möglichkeit, Schach- und Kartenspielen etwas mehr Logikfähigkeit zu sammeln. Okay. So. Yannick ruft an. Ey, der Papi, ich glaube, ich bekomme eine Erkältung. Ich werde etwas Scharfes auf dem Gewürzfestival essen gehen, um die Bakterien in mir auszurotten. Kommst du mit? Nö. Weil wir sind ja da jetzt auch eh schon hier, ne? Wir haben ja das Gewürzfestival hier unten vor der Tür. Wir können da mal runtergucken später. Wir müssen erstmal hier was saufen hier, ne? Ein bisschen rumdaten. Weil die Lila, die muss ja hier noch unsere Küsse hier machen, ne? Oh, hier wird mal die Vermieterin hier gebissen. Was hast du jetzt davon? Und du kannst die Vampirkräfte vielleicht mal einsetzen. Oder so geht das, vernichten. Dass wir die Kakerlaken loskriegen. Und, ihr zwei Hübschen, dürfen wir jetzt schon ein bisschen hier mehr machen? Tier vorführen, vielleicht Bewunderung ausdrücken. Ja, ich habe deine Serien ja alle angeguckt, alle Folgen hier, bäm. Du hast jetzt eigentlich so ein komisches Outfit an, Archie. Kannst du nicht wieder dein Dings hier ändern? So. Oh, die Badehose ist auch nicht schlecht. Kannst du mal dein Shirt ausziehen für mich? Ja. Fotos teilen, genau. Und von Herzen kommen, das Kompliment machen. Sie. Ich glaube, das schillt Leute, weil ein Festival ist. Wumba Boy! Wumba Wumba! Flish Hando. Sehr gut. Ich hier Hände küssen. Ich hoffe, das wird was, bitte. Gehen wir mal zu McDonald's. Ja, ja, das gehört ja dem Warren. Ui. Lila. Wow, das klappt sogar hier. Ja, der auf Reise hier, der mir gefällt das. Cool. Können wir denn hier auch mal, stehen sich an? Nummern austauschen. Gehst du jetzt erst auf Klo? Na gut, dann geh halt auf Klo. Können wir denn nicht? Oh, ist er weg. Die Vermieterin liegt immer noch hier im Flur rum. Einladen abzuhängen. Ist hier niemand zum Abhängen verfügbar? Ist der jetzt bei uns in der Bude? Nee. Hast du das jetzt hingekriegt mit den Kakerlaken, Rose? So, keinen Bock, das zu machen. Können wir die Katze da irgendwie abrichten? Wieso geht das nicht mit dem Vernichten? Hallo, liebe Katze, willst du bitte die Kakerlaken hier jagen? Jag die mal für uns bitte, ne? Das blöde Vieh hier. So, jetzt gucken wir mal, wie du das hinkriegst. Was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt? Komm, mach mal die Kakerlaken kaputt. Ja, fährt jetzt weg, ne? Hab ich auch schon gemerkt. Du kommst hier nicht ran, weil die unter dem Ding hier sind, oder was? Ja, das ist ja doof. Verdichten. Die sind auch in der Wand hier. Ja, dann müssen wir den Schrank halt wegstellen, Mensch. Stell dir mal nicht so an hier. Alles muss ich wieder machen. So, müssen wir halt die Schränke wegschieben. So ist das halt. Jetzt, Rosie, komm, mach doch mal. Vernichten. Ja, mit dem Spülmittel klappt es aber auch nicht. Das benutzt ihr auch immer zum Putzen, das Putzmittel. Rain! Was? Das bringt Geschicklichkeitsfähigkeit? Ah ja, jetzt sind die weg. Guck mal, dann können wir das Zeugs wieder zurückstellen. Aber wieso haben die uns diesen blöden Fernseher geklaut schon wieder? Gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, wir müssen mal die Schlüssel da irgendwie abnehmen oder so. Mann. Rosie, was machst du? Lila. Wo sitzt dein Archie? Jetzt haben wir die Nummer gar nicht. Doch, wir haben die Nummer, oder? Um Verabredung bitten. Mach das mal. Wir machen jetzt ein Date mit dir. Hallo, ich hätte gerne ein Date mit dir. Rosie, was machst du? Daten durchsuchen. Au, oh, das haben wir jetzt nicht mehr gemacht. Blöd. So, wo machen wir denn das Date? Ich würde sagen, zu Hause einfach. Geht es nicht auch? Müsste doch gehen hier. Wo haben wir denn unser Date? Kommen wir mal das zu Hause. Ja. Komm. Einfach hier. Hier machen wir das Date zu Hause. So,
Rosie, du darfst hier da nämlich und in so einem nicht vorhandenen Computer, der schon wieder weg ist. Das gibt's doch echt nicht. Die haben jetzt wieder das Ding geleert. Was passiert denn da immer? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was soll das denn? Dann musst du hier Neid füllen und Neid zum Fressen rufen. Hier, bitte mal, ne? Ah, das kannst du trotzdem wegräumen, ja. Und du? Wo ist jetzt dein Date? Wo ist er denn jetzt? Der ist ja gar nicht da. Das ist ja doof. Hä? Hallo? Wir haben ein Date. Willst du mal willkommen? Plaudern. Ja, aber das ist ja jetzt behindert. Wo ist denn der? Wo ist der denn? Hallo? Ist der Janik jetzt wirklich hier auf dem Gewürzfestival oder hat er nur gelabert? Ich glaube, der hat nur gelabert. Das ist wieder typisch hier. Ich glaube, diese Apartments sind immer noch total buggy, habe ich so das Gefühl. Aber dass uns da die Sachen fehlen, das ist ja wirklich creepy. Rosie badet. Ja, wo ist denn der jetzt hier, Mann? Das ist ja doof. Weil ein Ding hier stattfindet. Ja, toll. Aber wenn der ja gar nicht da ist, soll ich das denn jetzt abschließen? Ist ja wohl ein Witz, oder was? Mensch. Ich glaub's ja nicht. Dann spiel mit der Katze. Ach, Mann. Wirst du halt geküsst. Geht das nicht? Zählt das nicht hier als ersten Kuss dann auch? Das müsste doch auch gehen. Drei erste Küsse gehabt haben. Küsst die Katze, küsst den Frosch. Oh, unsere Bäumchen wachsen schon sehr gut. Sehr gut. Ja, aber das ist jetzt wieder total dämlich. Wir können doch nicht jeden Tag einen neuen Computer kaufen. Das glaube ich jetzt echt nicht. Ja, du kannst auch nur SMS schicken, ne? Lida, das wird ein Fail-Date, wenn das jetzt nicht klappt. Ja, aber wo ist er denn? Das ist doch scheiße jetzt wieder. Ach Mensch. Ist der bei sich oder wie geht er auch nicht? Der wohnt doch da. Na, dann müssen wir abbrechen. Verabredung nicht erforderlich, keine Belohnung verdient hier. Dann reisen wir mit dir. Archie. Vielleicht hat er auch keinen Bock, weil es zu spät ist, ne? Du wirst Archie dort treffen. Ja, hoffentlich. Sollen wir irgendwo anders hinreisen? Sollen wir zum Jugendhaus gehen? Das ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Ja, komm, wir gehen ins Jugendhaus. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Der hat uns sitzen lassen, das war ja klar. Ja, Lila und Archie. Könnt ihr euch das vorstellen mit den beiden? Unsere Serienromantikerin? Eigentlich? Ja. Müssen wir nur aufpassen, dass der Vampir nicht kommt und die Sophia. Yay, da ist er. Gemeinsam ein Foto machen. Komm, machen wir zusammen ein Foto. Ja, ein bisschen Romantik hier, ne? Nummern austauschen. Na, Buiba, komm, wir machen ein Selfie hier. Selfie. Sehr gut. Oh, das war sogar ein Wunsch. Was hast du noch als Wunsch? Jemanden umarmen. Umarmen. Hände küssen. Das ist immer gut. Das hat letztes Mal schon geklappt. Sehr gut. Und dann hier umarmen. Geht das nicht? Umarmen. Oh, du hast so schöne Hände. Die muss man mal knutschen hier. Wollt ihr nicht reingehen? Drin ist irgendwie, glaube ich, schöner, ne? Komm, wir gehen mal hier in dieses Kinderparadies hier. Oder hier, das ist cooler. Nee, wir gehen rüber in die Dings hier. In das Zockerviertel hier. Zusammensetzen. Come on. Das ist cool. Könnt ihr zusammen mal spielen? Spielen mit. Verlierst dein E. So. Jugendhaus habe ich mal gebaut. Könnt ihr euch herunterladen aus der D-Sims 4 Galerie. Und natürlich das als Bild hier angucken im Channel. Falls ihr wollt. Nee. Der Nachbarn, Draht läuft so wieder weg. Das war jetzt hier, wäre jetzt hier so eine tolle Knutsch-Dings hier gewesen. Mutiger Anmarschsprung. Was mit wem spielst du jetzt hier?
Kannst du nicht spielen mit. Der muss doch jetzt kommen, oder? Kommt er nicht? Der Latsch geht schon wieder weg. Der geht schon wieder weg. Der geht schon, verpisst dich schon wieder. Mann. Das kann ja wohl jetzt nicht sein, Dila. Auf ihn, der hier. Das war ja wieder total fail jetzt, ne? Ach, da kommt sie, scheiße. Ich wollte gerade weg. Ubitay. Oh. Na, ihr zwei Hübschen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Flirten. Grinoi, Phoebe, Basu. Flirten, come on. Romantik. Knuddeln. Wir müssen sie doch zum Knutschen bringen hier. Komm, küssen hier. Eieiei. Anmachspruch. Ja, ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ersten Kuss erleben jetzt hier. Oh, ich habe ein Geschenk für dich, aber nur wenn du mich küsst. Du durchtriebene, du. Oh, ich will dich heiraten. Ja, ja, warte mich. Okay. Wir sind ja hier in Sims, ne? So, und? Yay, wir haben es geschafft. Drei erste Küsse haben. Mal schon erreicht. Level 6 der Charisma-Fähigkeit und eine starke romantische Beziehung mit drei Sims gleichzeitig. Eieiei, eine starke. Wir noch mal ein bisschen was weitermachen hier, ne? Verführerisch flüstern, der ist schon wieder hier am Fernsehen gucken. Was? Mit Archie ein Sim im Liebeswahn ansehen? Okay, wir gucken mal den Film an. Jetzt geht die hier was essen, das ist ja geil. Hast du so Hunger? Wir können doch immer auf der Couch auch essen, oder? Wir müssen eine Rakete bauen für uns zwei. Und ich habe eine Rose für dich. So, ja. Oh, danke schön. Ja, die Lila, die war schon, ja, die kriegt das hin, ja. Oh, es gibt immer noch kein Wetter-Addon, weißt du? Wir können nur schreiben und lesen und so Blödsinn machen. Ja, und Liebe hier, hi. Heiß. Er schreibt und er liest. Er ist ja auch so ein Musiker eigentlich, ne? Aufreizen, Bussian. Chaka. Bitten, Freund zu sein. Das ist eine starke. Das ist auf jeden Fall eine starke. Und mit dem Caleb haben wir auch schon so halb, drei Viertel. Da müssen wir hier noch mit dem Archie ein bisschen was. Doch, doch, wir müssen noch. Lila, stopp. Der holt sich auch was zum Essen. Okay, dann isst halt erstmal was hier. Come on. Essen. Oh, das ist auch romantisch da draußen. Wir könnten mal zusammen im Feuer abhängen oder so. Jetzt gehst du rein oder wie und guckst da in der Klotze das Ding hier an. Aha, da ist jemand gestorben. Und jetzt? So. Und er kommt als Geist zurück. Ja, guck diesen Liebeskrams hier an. Als ist er aus. Toll. Was denkst du an deinen Papi? Hände küssen. Bitte ein Freund zu sein. Komm, das muss doch jetzt klappen. Ja. Da müssen wir, haben wir mehr romantisch. Die ist auch verführerisch sehr gut. Ja, also. Romantisch und verführerisch und tollpatschig und gut. Komm, hör auf zu mampfen. Das muss jetzt hier klappen. So. Super. Yay. Es hat geklappt, glaube ich, oder? Garza. Yay. Ist eben der Freund geworden und wir haben das hier auch erfüllt. 10 Sims küssen. Oh. Nochmal hier 10 Sims. Nein, dann flirten. Hopsi Cropsi hier. Oh. Ihr zwei Hübschen hier, ja, hallo. Yay, yeah, wir haben es geschafft. Daniel kriegt auch mal was hin. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind am Ende für heute. Das war's hier im Let's Play mit unserer Family in der WG. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Wenn ihr mögt, dann ganz viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.